Hab's wieder spannend gemacht beim letzten Mal und jetzt geht's weiter mit Aragami. Willkommen zurück. Ich müsste mir da mal einen Schatten werfen, um da überhaupt hinzukommen. So, Zugbrücke ist unten und ich kann durch und in diesem Gebiet dürfte nichts mehr gewesen sein. Genau, die nächsten Schriftrollen kommen hier, zwei Stück noch. Ach so, kann ich mal schauen. Ich kann jetzt entfernte Ziele blenden. Es ist eigentlich vollkommen egal. Das kostet 4 und das kostet 5. Dann mache ich jetzt das, was 4 kostet und werde das alles nicht benutzen. Wenn ihr Glück habt, denke ich dran. Okay. Hier ist der Checkpoint. Das ist schon mal gut zu wissen, wenn man... Oh. Wenn man in eine Folge mit Checkpoint reinstartet. Ein Turm. Oh. Schon der letzte ist da zu glauben. Ehrlich gesagt, das Spiel hat schon lang genug gedauert. Dieser Riesenmond, wird der eigentlich immer größer? Okay, also ich muss auf die Spitze zum Talisman. Das ist ja brutal. Okay. Ist ja gar keiner. Doch, da ist schon der erste. Da ist einer. Ja, da das Spiel irgendwie auch schlecht lädt, ist es tatsächlich so, dass man manchmal glaubt, man hat schon in irgendeine Entfernung geguckt und keine Gegner gesehen und dann ist man 20 Meter näher dran und dann sind die da auf einmal. Also da muss man echt aufpassen. So, jetzt gucke ich mal, wie ihr euch gegenseitig deckt. Ja, der guckt leider zu dem rüber. Das ist natürlich blöd. Also mal schauen. Jetzt werden sie beide ihre Richtung ändern. Dann habe ich eine Chance. Ja, dann habe ich eine Chance. Ich muss den aber auch entfernen, weil wenn der den sieht, dann ist auch nicht gut. Wenn er ihn allerdings nicht sieht, wo er ihn vorher gesehen hat, dann fällt ihm das nicht auf. leider habe ich hier keine Chance. Ich würde gern den Tod von oben machen, Leute. Ich lade mich mal eben auf und dann will ich da hoch. Oh, ich kann schon da hoch. Mein Lieber, das wird ein Spaß. Vorausgesetzt, du guckst jetzt nicht nach oben. Aber das tun sie, glaube ich, nicht. Ich könnte ehrlich gesagt auch da wieder runter, aber ich will ihn von oben machen. Hallo? Und danach müsste ich zum anderen Sniper hoch. Jetzt weiß ich endlich, wofür diese japanischen Bögen da sind. Damit ein Aragami draufsitzen kann und von oben meucheln kann. Hätte ja sonst auch gar keinen Sinn, solche Tore hier hinzustellen. Nein, er sieht mich, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es war so schön gedacht. Hast du dir nur eingebildet, ne? Hast du dir nur eingebildet. Gut, der Plan ging nicht auf. Schade. Dann müssen wir klassisch meucheln. Ohne, dass es jemand sieht. So, wie kommen wir denn zu dir hoch, mein Freund um Kupferstecher? Da kommen wir hoch. Ich habe keine Power. Ich habe keine Power. Da kam doch jetzt auch einer an und stellte sich da schön hin, ne? Das war auch gefährlich. Mal hier in Schatten. Ich würde gern da hoch. Wie schaffe ich das am besten? Da zu dem Vogelhäuschen hin und dann da. Jetzt ist der Sniper gerade weg. Oh Gott. Ach du Pisser, ey. Das wirst du bereuen. Das ist doch nicht wahr. Trötet der hier rum? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also das war ärgerlich. Das war wieder... Naja, ich will nicht sagen, was Vermeidbares, denn offensichtlich habe ich es ja nicht vermieden. Kommt bitte keiner mehr aus der Richtung hier. den habe ich noch schnell markiert. Ach, da schießt einer, oder was? Nee. Was machen die denn da? Tragen die da Barbarenkämpfe aus? Ich muss nochmal da hoch. Ist zwar nicht so wichtig.
Weil hier kommt nur wirklich keiner hoch, würde ich sagen, aber es passieren ja die dümmsten Sachen, ne? Was haben wir denn hier hinten? Geht's da irgendwie weiter? Eigentlich, ich muss ja zum Turm, insofern, ich kann hier alles erkunden. Was irgendwie nach Umweg aussieht. Du auch noch, ey. Auch du, mein Sohn Brutus. Geht er da hoch? Nein. Kriegt das mal ausnahmsweise keiner mit? Also der da hinten schon mal nicht. Okay, ich bin noch nicht so direkt am Turm. Da hinten läuft auch noch einer. Also hier fahren sie nochmal alles auf. Ich gehe mal hoch zum Sniper. Kann ja nie falsch sein, oder? Guck mir an, wo er so hinzielt. Ich glaube, das kriegt keiner mit. Und ich glaube, der macht nur links, rechts. Also hier in meine Richtung wird er wahrscheinlich nie zielen. Naja. Was unterhalten die sich so blöd? So, ich glaube, hören tun sie es tatsächlich nicht. Nur wenn sie zufällig in die Richtung gucken, dann kriegen sie so einen Meuchelmord mit. Deswegen, ja. Brauche ich mal wieder Fähigkeiten? Oh, eine könnte ich gebrauchen. Also, Drachenpower. Oh, da ist noch ein anderer gewesen. Was macht denn hier so ein Geräusch? Achso, das Ding. Man könnte ja meinen, dass das ein bisschen auffälliger ist. Rein visuell, aber auch akustisch. Wie ist denn hier lang? Oh, gleich die nächsten. Ha, allerdings, wenn der sich umdreht... Dann verschwinde ich. Wenn er sich nicht umdreht, habe ich auch keine Chance. War da eine Schriftrolle? Da um die Ecke, warte. Warte. Oh, die ist aber gut versteckt. Die habe ich ganz alleine gefunden. Okay, der kommt da nicht hin. Der steht da nur rum, aber der andere wird ihn auch sehen. Na, ich weiß nicht. Okay, ich hatte ja die Chance... unauffällig Leute abzuschießen, ne? Beziehungsweise ich kann unauffällig an jemanden eine Falle anbringen. Aber dann müsste ich ihn auch zum Laufen bringen. Das ist alles nicht so einfach. Ich mach den mal so weg. Kriegt hoffentlich keiner mit. Was soll's? Ich hatte schon einen Alarm. Gibt's halt noch einen. Ja, von wegen! Der hat ja allein schon das bemerkt, als es noch geflogen ist, Mann. Was für ein Scheiß. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, dafür ist aber der andere weg. Und kriegt es hoffentlich auch nicht mehr. Oh, der ist ganz schön elendig gestorben. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Paint in Black, beschwöre 100 Schatten. Okay. Ach, das ist, wenn ich so einen extra Schatten lege. Kann das sein? Hä, wie steht denn der da rum? Das sieht nach einem einfachen Opfer aus. Ihr seht alle nach einem einfachen Opfer aus. Da ganz hinten ist auch noch einer. Wow. Okay. Okay, hier sind vor allen Dingen zwei Fallen. Die darf ich jetzt nicht übersehen. Ich würde sagen, ich brauche eine Fähigkeit. Okay, ist ja schon klar, von welcher Seite du kommst. Ich komme dann von der anderen. Ich brauche das nochmal. Ich habe, glaube ich, gerade zweimal geschossen. Also hole ich mir zwei Fähigkeiten zurück. Wow. Okay. So, der steht. Der läuft, würde ich sagen. Und da läuft auch noch einer. Das ist mir zu hell hier. Dich habe ich noch gar nicht markiert. Okay. Dich hole ich mir, wenn du da bist. Würde ich mal sagen. Der andere ist da gerade. Das ist sehr schön. Läufst du wieder zurück, bitte? Gar nicht. Nee, da ist mir zu nah dran. Ich
Geh auch lieber nicht dahin. Sonst kommt da der nächste von der anderen Seite. Wer weiß das? So, das dürfte doch wohl gut gehen hier. Oh, der hat sich um... Na, nee. Der andere läuft da. Okay, das Ding ist eingetütet, sage ich mal. Okay, jetzt hole ich mir den. Während der andere weg ist. Also geht's doch, so geht's doch. Jetzt gehe ich mal da rein, oder? Wie wäre das? Oh, hier kann man sich ja schön verkrümeln. Ah, dich hole ich auf dem Rückweg. Sein Rückweg geht hier lang. Das ist scheiße. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ging nicht anders. Sei denn, ich hätte einfach nochmal einen Schatten geworfen. Okay, jetzt habe ich mich praktisch zum Anfangsgebiet bewegt, würde ich sagen. Deswegen durchleuchte ich das Ganze nochmal von hier. Ich sehe noch eine Schriftrolle. Ich brauche aber noch 4. Naja, aber ist ja noch nicht das letzte Level. So, ich glaube, hier war sonst tatsächlich nichts mehr von Interesse. Ach, da war sehr wohl was von Interesse. Ich musste offensichtlich ein Lichtlein ausblasen. Also, ich habe ja schon mehrere ausgeblasen, aber jetzt wortwörtlich. Wobei, wortwörtlich habe ich es auch nicht ausgeblasen. Ich habe es kaputt geschnibbelt, wie man das mit Licht so macht. Okay. Noch die 2 Heinis. Und dann gehen wir da rein. Sage ich mal. Das ist die Frage. Oh, ich kann auch da hinten rum. Das ist die Frage, welchen machen wir wie? Also das hat mich ja irritiert, dass dieser Schuss... Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Wo war denn der? Wo war denn dieser Schuss hier? Macht dein Kunai absolut geräuschlos. Niemand wird dein Opfer schreien hören. Ja, okay. Aber der hat irgendwie gesehen, dass ich das Ding abgeschossen habe. Habe ich so das Gefühl. So. Ich glaube, ich hätte den am besten hier gemacht, oder? Solange das seitlich von dem passiert und der nicht hinguckt, ist man echt auf der sicheren Seite. Witzig. So, ich denke, da ist auch nichts mehr. Ich gucke aber nochmal, das da sieht interessant aus. Ach, da könnte man durch. Ja, vielleicht nicht unauffällig durch die Mitte, sondern über den Rand gehen. Oh, nochmal die Glocke schlagen vielleicht. So, nochmal checken. In die Richtung. Nichts mehr. Es ist nur noch diese eine Schriftrolle hier. Ah, ja, na, ist klar. Oh nein, 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 nein. Boah, Alter, der ist aber auf Zack wieder. Puh. Na, warte, zu dir komme ich hoch, ey. Erstmal mache ich den, wenn du hier nicht gerade hinleuchtest oder hinguckst. Oh. Ach komm. Wer hat das jetzt gesehen? Ach, der da hinten. Und weg. Du hast nichts gesehen. Nichts hast du gesehen. Aber dafür spürst du mich jetzt. Puh. Okay, der soll da weiter rummachen. So, ich bewege mich ja eigentlich um den Turm rum, ne? Also, das wäre die andere Richtung gewesen. Da ist aber nichts. Ich habe auch so das Gefühl, ich komme... Oh, Checkpoint. Sehr beruhigend. Ich habe so das Gefühl, ich komme auch nicht so richtig rein jetzt gerade. Wo komme ich denn rein? Von wo? Von vorne wäre ich reingekommen. Okay, dann muss ich doch nochmal hier gucken, was da so gegeben ist. Ein bisschen leiser, nicht, dass er mich hört. Jetzt laufe ich hier hoch. Da könnte ich zwar auch abkürzen, aber ich sehe gar nichts. Aber ich mache das mal so. So, wann guckt da? Ah.
Wo guckt er? Vor allen Dingen, guckt er auch hier runter in die Richtung oder nur in die andere? Ah ja, jetzt guckt er hier runter. Da guckt er runter, okay. Ist jetzt nicht direkt meine Richtung, aber Vorsicht ist besser. Ich gehe mal hier schon hinter, das kann ich machen. Ja, guck mal, wer hier übrig geblieben ist. Schön, dass du nach hinten weggeklappt bist. Da bin ich dir sehr dankbar. Aber es hätte dich sowieso keiner gefunden, wenn du runtergefallen wärst. Wäre das ein alternativer Weg? Da sind ja auch Fuzzis markiert. Wann habe ich denn das gemacht? Wann habe ich das denn gemacht? Hier ist eine Falle? Hier sind diverse Fallen. Ist ja nicht so cool. Weiß gar nicht, ob ich das unbedingt machen will. Was haben die für ein Range? Oh Gott. Sehr interessant. Ah. Oh. Das ist jetzt scheiße. Die mal ganz am Anfang markiert. Also da bin ich jetzt gespannt. Da wird sich gleich ein Kreis schließen. Oh. Man soll doch da nicht rüberhüpfen, oder? Das wäre schon echt fies. Hier ist nichts, ne? Die Schriftrolle ist im Gebäude drin, würde ich sagen. Okay, zwei Fuzzis, die am Feuer stehen. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das hier für ein Bereich ist. Sehr interessant. Sehr interessant. Hier war ich bestimmt schon mal irgendwie von einer anderen Ecke aus. Ach, ich war hier oben. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin einmal rum. Wenn hier keiner mehr rumläuft. Hier war ich oben. Bei dem Sniper irgendwie. Okay, ab in den Turm rein. Das war doppelt gemoppelt. Dann nehme ich ausgerechnet den gefährlichen Weg. Ne? Muss ja auch nicht sein. An diesen komischen Lichtern da vorbei. Das geht doch wieder schief. Sowas kann genauso schief gehen. Hat aber geklappt in dem Fall. Okay. Und die Schriftrolle müsste... Okay, die ist da. Kann doch nicht so weit weg sein jetzt hier. Oh, shit. Ist das hier alles dunkel genug? War ja zu erwarten, dass hier auch noch Leute sind. Puh. Aha. Sehr interessant. Gut, so viel sind es natürlich nicht. Ist die Frage, ob der Sniper das hört. Aber sie hören ja schon... lange nichts mehr. Sie sehen ja mehr, als sie hören. Ja, wie komme ich denn jetzt bitte da hoch? Gott, jetzt wäre ich fast da hochgegangen, weil ich es gerade konnte. Ah, der dreht sich wieder weg. Okay. Erstmal hierhin. Der Sniper bewegt sich ja nicht wirklich. Der sollte genau so stehen, wenn ich den Sniper mache. Ich muss nochmal gucken. Wo war die denn bitte? Da auf der Rampe? Hä? Was läuft denn jetzt hier so blöd? Ich will nicht zu schnell machen. Das geht immer schief bei mir, sowas. Der soll hier wieder zurücklaufen, nicht in meine Richtung gucken. Muss ich da hoch dann? Ist ja auch interessant.
will ich wissen, wo die Schriftrolle ist. Na, hier nicht. War die außen? Oder unten? Oder was wird das hier? Oh, das hat sogar geklappt. Erstmal hier weitermachen. Ich krieg keine Kräfte zurück, oder was ist das doch? Ich hoffe, es ist hier drin irgendwie dunkel genug, dass ich auch aufladen kann. Tja, was machen wir denn jetzt mit der Schriftrolle? Die ist eindeutig unten. Also entweder da geht es noch weiter runter. Nein. Oder eben von außen. Hm. Muss ich nochmal von außen gucken, Leute. Gibt's doch gar nicht, oder? Gab's da irgendeine Möglichkeit? Das ist doch hier. Ach, die liegt hier. Bin ich schon längst dran vorbeigelaufen. Gibt's doch gar nicht. Okay, ich bin gerade noch am Sammeln auf 5, ne? Für die letzte. Also ich muss noch 3 sammeln und dann hätte ich alles. Aber mal sehen, ob es überhaupt noch 3 gibt. Also. Ich fürchte ja, dass auch noch ein Bosskampf kommt. Okay, ich glaube, das hat einer gehört von oben. Kann mir nicht vorstellen, dass hier noch einer mich sieht. Gut, dann schauen wir mal. Ja, wenn da jetzt gleich... Wenn jetzt gleich irgendwo ein Typ ist, dann habe ich aber Freude. Okay, die sind außen. So wie es aussieht. Jetzt könnte man ja nochmal... Tja, wie hieß das jetzt wieder? Dieses Auskundschaften. Nee, wo war... War das hier? Zeige alle versteckten Schriften. Nee, das habe ich ja eh schon. Enthülle nahe Feinde, das war's. Okay, also dieses... Dieses hier. Bevor ich jetzt hier raustrete, könnte ich das mal machen. Das gönne ich mir jetzt mal. Und gleich alle markiert. Wie schön. Okay, sie lassen mich hier ungestraft raustreten. Mhm. Ja, das ist echt praktisch. Sie bleiben markiert. Okay, da unten war ich. Hier ist ja gar nichts. Kann ich hier vorne lang? Aha. Die Frage, ist das hier dunkel genug? Oh. Der dreht sich immer hin und her. Das gefällt mir gar nicht. Soll der das so machen? Hm. Ich guck mal andersrum. Das ist ja, als wenn hier direkt einer wäre. Hier ist auch direkt einer. Oh, Jemine. Der war noch nicht aufmerksam, deswegen konnte ich mir das mal leisten. So, jetzt würde ich natürlich den anderen da auch gerne machen, aber wenn der sich die ganze Zeit so blöd dreht... Wie dreht er sich denn? Wenn er sich so dreht, dass er sich nicht zu mir dreht, dann ist das natürlich geritzt. Ha! Geritzt! Ihr versteht, was ich meine. Muss ich hier rein? Hier geht's nicht rein. Da irgendwie. Was ist da? Ich muss hier hoch, ne? Tja. Ist jetzt irgendwie. Oh Gott. Das ist nicht cool. Abgesehen davon, dass ich hier eine schlechte Position habe. Direkt hinter ihm. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich versuche mal den offiziellen Weg zu finden. Das war sehr komisch. Aber es sieht schon so aus, als wenn man da irgendwie hoch sollte. Ich kann da nicht rüber. Hm.
Naja, das Spiel ist dahingehend wirklich nicht perfekt. Muss man leider so sagen. Ich gehe gleich rein, aber da draußen ist auch noch einer. Und hier drin auch. Zwischendurch nochmal nach Schriftrollen checken, aber nee, ist nichts mehr. Dass das immer keiner hört. Du bewegst dich nicht, oder? Du bewegst dich nicht, du bewegst dich nicht, du bewegst dich nicht. Ich bewege mich. Nur ich bewege mich. Du bleibst hier schön stehen. Oder liegen. Je nach Bedarf. Okay, hier ist keiner. Der nächste ist dann da drin, ja? Sind ja alle markiert. Allerdings, so, hier ist die andere Ecke. Ja, scheiße. Knall ich mich wieder an die Wand. Das war aber knapp. Allerdings könnte es sein, dass nach oben hin nicht alle markiert sind. Okay, dreh dich um. Dreh dich um, mein Freund. Dann umarme ich dich von hinten. War gelogen. Okay, ab jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Könnte sein, dass hier noch welche sind, die nicht markiert wurden. Aber ich stehe schon mal auf. Ich traue mich zu stehen. So, wo ist der letzte Talisman? Ach, da noch hoch. Ui. Okay. Oh. Lasst mich nicht hier in irgendeine Falle laufen. Man kann ja vorher immer nicht sehen, wo man ankommt. Okay, ich denke, hier ist was. Ja. Ups. Sie hat sich verwandelt. Die Mitstreiter, die Lichtgeweihten. Die, die ihre Eltern ermordet haben. Rache, Rache, Rache. Oh, sie sind tot? Okay. Was? Sie hat sie getötet? Oh, oh. Sie ist also auch nicht ganz unschuldig. Beziehungsweise sie hat sich vielleicht schon gerecht. Dann wurde sie aber trotzdem entführt. Arbeite ich hier für die Falsche? Andererseits, die will auch nur beschützen, ne? Ist immer die Frage, wie sorgt man für Frieden? Die Frage haben wir ja leider aktuell auch wieder in der Politik. In der Geopolitik. Okay, ein neues Zeitalter der Unterdrückung müsste man natürlich verhindern. Ich bin nur einen Schritt davon entfernt, zum Retter des Landes zu werden. Aha. Okay, tun wir diesen Schritt. Der General könnte sich mir in den Weg stellen. War der nicht tot? Habe ich mir das falsch gemerkt? Ich soll vorsichtig sein. Okay, keine Sorge. Ich schaffe das. Was war denn jetzt der Talisman an sich? Ich habe gar nicht gesehen. Achso, so ein Stein, ne? Kann das sein? War das doch das vorletzte Level? Kommt jetzt noch Boss-Time oder noch ein Level oder so? Der sechste Talisman. Kapitel 11. Ach ja. Nee, dann passt das ganz gut, weil ich glaube, es gibt 12 Kapitel. Also... ja, eins werde ich noch machen. Alle Bedrohungen ausgeschaltet. Sowas ist immer sehr befriedigend. Ja, und alle Sammelobjekte. Ach, siehste, hab zwischendurch gar nicht mehr geschaut. Das mache ich jetzt mal zwischen den Folgen, aber ich dürfte nirgendwo was verpasst haben. Das heißt, ich müsste im letzten Kapitel, also in der 12, die jetzt kommt, ja, wie viel fehlten mir noch? 3, ne? 3 Schriftrollen noch kriegen, wenn das alles so aufgeht. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das so programmiert haben, dass es genau aufgeht, wenn man alles findet. Wäre ja, alles andere wäre ja Quatsch. Ja, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal im letzten Kapitel wieder. Aber das wird ja nicht in einer Folge erledigt sein, das weiß ich jetzt schon. Also, seht mich strugglen in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.